Hallihallo und willkommen zurück zu Journey of a Roach. Wir sind hier. Oh nein! Nein, nicht aus. Oh. Oh, diese Idioten. Ich muss anders. Rick, hä? Also. Aber ich komme nicht an den Hamburger dran, ne? Momento. Ich habe ein Messer, ein Schweizer Käsemesser habe ich hier. Ich habe Benzin, glaube ich. Ich glaube, das ist Benzin. Braucht das hier vielleicht irgendwie Benzin? Ah, hier. Ich hat. Oh, es hat keine Batterien. Batterien. Oder geht das auch? Cool. So, was macht der Knopf? Was macht es? Ah, hier, warte, da unten ist eine Kiste. Kann ich die nehmen? Ja, leider komme ich nicht auf die Mitte hin. Aber vielleicht kann ich das so machen. Oder Momento nochmal nehmen. Und wie in die Mitte komme ich echt nicht. Ich mach's nochmal hier hin. Vielleicht sieht er mich dann nicht. B. Nein, 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 nein. Lass unseren kleinen Johnny in Ruhe. Ihr Kackameisen. Mann, wir wollen doch nur unseren kleinen Kevin retten hier. Kann ich nicht vielleicht doch irgendwie ran an... Ja, jetzt geht es auch nicht mehr, hm? Oder bringt mir das was? Nee. Sehr komisch. Keine Ahnung, ich komme da nicht ran. Vielleicht kann ich es eh nicht holen. Hier war das Poster. Da hinten ist noch eine Kiste. Einmal nehmen. Ups. Das war echt nicht. Ne. Hä? Ich gucke mir das mal kurz an. Was würde es denn bringen? Moment. Ich
lass das mal kurz. So, ich gehe nochmal nach oben. Vielleicht kann ich mit dem Messer das Ding aufknacken und dann den Knopf drücken. Das wäre doch was. Vielleicht bringt das uns ja weiter. Ah, nein, ist schon kaputt. So. Nein. Oh, was für ein Mist. Komme ich eigentlich an die Decke? Von hier, ne? Oh, nom nom. Nein, stopp. Ich drück doch A. So. Hä, wo ist denn eigentlich das Schlüssel? Wahrscheinlich kriegen wir den da unten irgendwo. Ach ja, wir haben hier eine Kiste. Das sind so zwei gelbe Markierungen. Was bringen die mir? So, so. Ich habe hier ein Loch gemacht. Herr Melch. Oh, ein Skelett. Wer bist du denn? Eine Spitzhacke. Was denn jetzt? Mir damit vielleicht draufschlagen? Hey, ich bin vorbei. Oh, was ist das? Nein! Oh, jetzt habe ich das übersprungen. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich habe ihn anscheinend da einfach an die Wand genagelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aha. Ah, der Schatzdingens. Der Schatz... Suchertyp. Hallo. Hä? Ich hab Batterien endlich. Yay. Hallo. Hallo. Okay, komisch. Kann ich euch einen Diamant abhacken? Nö. Ach, hier ist noch eins. Was hat er da jetzt? Was hast du denn da? Alkohol oder was? Ich geh nochmal nach drüben, da ist
Hä? Ich konnte auf jeden Fall was mit der Tonne da machen. Da komme ich aber nicht ran. Okay, ich gehe nochmal zurück. Nee, jetzt bin ich doch wieder falsch. Hä? Achso. Ah, Momento. Jetzt hier. So. So. Holen wir uns die Larve zum Mampfen. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was das mir bringt. Vielleicht sind das so Sammellarven. Ich glaube, ich habe aber alle eigentlich eingesammelt. Bis jetzt. Was ist denn hier? Kann ich die Leiter runterlassen? Nein, stopp, das. Ich brauche noch ein Kanister, das Benzin, habe ich mir ja schon gedacht. So, ich gehe nochmal rüber. Na, okay, von hier komme ich nicht rüber, oder? Nee. Hier scheine ich nicht rüber zu kommen. Ja, hier hoch. Dahin und die Batterien rein. Boah, die Musik ist aber auch so gerade. Klingt schon ein bisschen so majestätisch. Oh. Schlägst unseren Freund, der hat dir doch gar nichts getan. Du böser, böser Bube. Was kann ich denn noch machen? Der scheint ja auch weg zu sein. Da ist der Schlüssel! Wie komme ich denn da aber ran? Ist hier noch irgendwas für mich? Da ist noch eine Arme. Die habe ich ja an die Wand genagelt. Da ist eine Larve. Nom nom nom. Nein, nein, nein. Ich will jetzt zu dem Dings hier. Ich habe nur keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Momento. Komme ich jetzt hier rein? Oh Mann. Ja, wenn wir fertig sind, dann bekommt ihr alle eure Liebschaften und dann könnt ihr Spaß haben.
nicht, ich überlege gerade, was ich machen kann. Da ist ein Pilz. Was kann ich denn mit dem Pilz machen? Kann ich was mit dem Skelett machen? Willst du einen Pilz? Nee, okay. Momento. Nee, in falsche Richtung. Vielleicht bringt dem Ameisenbär. Ich glaube, das ist ein Ameisenbär, oder? Vielleicht bringt ihm das ja was. Diesen Pilz. Oder trink den Benzin weg, bitte. Wo kommen wir denn da ran? Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Hör auf, um zu rübsen. Gleich ja da. So, da bin ich wieder. Da sind die Eltern gerade was vom Einkaufen wieder gekommen. Nicht so nicht wundern. Also ich glaube, ich weiß, was ich mit dem Pilz machen muss. Der hat ja genauso eine runde Form. Die Knöpfe, vielleicht klappt das. Ich will das jetzt versuchen. Ne. Hä, wo ist denn die Ameise? Achso. Klappt das? Hallo? Yes, geklappt. Ein Pilz als Knopf. Ah ne, warte, ich muss mal die Kiste abstellen. Und wohin? Wow. War das jetzt richtig? Ich versuch's nochmal. Ich glaube, ich komme doch rüber. Ah, die Ameise ist jetzt da im Topf drin. Gut, ich hol mir jetzt die Kiste. Und hol mir das Benzin. Wow, er schlägt die Ameise. Du bist gleich dran, Kevin. Gleich habe ich dich gerettet. Viel Spaß. Viel Spaß beim Verkloppen. Danke. So. Okay, Moment. Mache ich das jetzt? Ich mache jetzt kurz das Benzin rein.
Und gleich müssten wir es das dann geschafft haben. Oh ja. Bringt das jetzt was? Hallo. Keine Ahnung. Das hat wohl nicht so funktioniert. Hä, wie soll ich dann da jetzt raufkommen? Ich versuch's nochmal mit dem Hochheben. Vielleicht komme ich nämlich von oben ran. Es hat geklappt. Yay. So, jetzt muss ich den Schlüssel reinmachen. Dann haben wir es, glaube ich, gleich geschafft. Dann haben wir das Ende. Das ist doch mal mega nice. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Vielleicht komme ich auf den Thron rauf und kann von dort aus irgendwie runterholen. Wäre das so ein Haken und ich denke mal, man kann ihn gut gebrauchen. Ich komme schon und rette dich. Da, da ist der Haken. Ich hab's ja gesagt. Oh, wie James Bond oder so. Wir retten dich. Ah, wie haben sich freut, das ist. So, ich... Kann ich damit rein? Okay, ich starte jetzt die Rakete. Hoffentlich geht das jetzt mit dem Knopf. Und der muss mitfliegen, wenn wir ihn noch angenagelt haben. Das nenne ich mal eine Explosion, ein gescheiter Abgang. Die Blume, aber die ist eingegangen. Jetzt hat er sie kaputt gemacht. Ha ha ha!
Blume! Noch eine Blume! Blume! Oh ja, zeig mal, wie du unter der Maske aussiehst. Oh, schade, hat man nicht gesehen. Ja, das war Johnny auf Fahrrad. Ein schönes Spiel. Kurz, aber schön. Und einfach auch super lustig. Ah, da haben sie die Blumen in einen Topf gepflanzt. Und haben einen neuen Freund dazu gewonnen, eine Ameise. Und da sind die C4 auf dem Boot und daneben viele Abenteuer. Das sieht so nice aus. Johnny mit seiner Blume in Paris. Ach, das ist der Vogel, der von der Rakete getroffen wurde. Der lebt noch, das ist ein Wunder. Ja. Da haben sie Fasching oder so, oder? Ah, und am Ende singt nochmal der Käfer. Ach ja, so ein schönes Ende. Die Ameise hat jetzt auch Sneakers oder Chucks an. Aber leider hat man das Gesicht immer noch nicht richtig gesehen. Schade, schade. Ja, das war's mit dem Spiel mit Johnny und Kevin. Der wurde endlich gerettet. Und ich hoffe, er hat jetzt kein Unglück mehr. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in einem anderen Let's Play wieder. Tschüss.